bekannt, was die Leute so zu reden haben im ganzen Land. Es könnte noch schlimmer kommen, Schicksal, Natur und das Leben zeigt uns das schon. Das ist doch altbekannt, was die Leute so zu reden haben im ganzen Land. Es könnte noch schlimmer kommen, wenn es nicht so kommt, dann sind wir froh. Wir können doch zufrieden sein, wenn wir miteinander lustig sein. So urchig, gemütlich sein, in einem Gläschen gutem Wein. Wir können doch zufrieden sein, wenn wir miteinander lustig sein. So urchig, gemütlich sein, in einem Gläschen Wein. Schicksal ist uns vorbestimmt, dass einem im Leben manchmal Sorgen bringt. Natur ist da für jeden, aber man muss sie pflegen und nicht nur darüber reden. Es hat schon manche gemeint, er habe Macht und Geld und ist zuletzt nicht mehr, weder alle anderen auf dieser Welt. Wir können doch zufrieden sein, wenn wir miteinander lustig sein. So urchig, gemütlich sein, bei einem Gläschen gutem Wein. Wir können doch zufrieden sein, wenn wir miteinander lustig sein. So urchig, gemütlich sein, bei einem Gläschen Wein. Herzlich willkommen zum dritten Mal hier aus dem Herzen von Bern zur Telebern Musikstube. Zum dritten Mal sind wir zu Gast hier im Hotel Kreuz an der Zeugausgasse. Und heute haben wir auch ganz spezielles Thema. Ihr wisst ja, in 10 Tagen geht hier in Bern Fasnacht los. Das ist ganz sicher ein grosses Thema. Und das andere Thema ist Musik. Angefangen haben wir mit den Ländlerfreunden Bächlegruss. Sie kommen aus dem Diemtigtal seit 1990. Machen sie zusammen Musik. Das ist der Vater Ueli mit beiden Buben oder mit beiden Söhnen, mit dem Roland und mit dem Beat. Das ist doch altbekannt. Das war eine Komposition von Beat Neueschwander. Auftritte im Ausland, schon 3 eigene Tonträger haben sie ebenfalls. Der dritte, der neueste, ist gerade auf dem Merit. Auf Touren heisst er. Sie haben übrigens auch eine eigene wunderbare Homepage, wo ihr nachschauen könnt. Die Adresse ist ziemlich lang. Geht unter Google rein, gebt Bächlegruss ein und dann findet ihr sie auf Aufhell. Ländlerfreunde, Bächlegruss aus dem Team.